Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Koalition legt dem Berliner Parlament mit drei Anträgen heute ein Programm vor, wie wir uns die Verbesserung der Schienenverkehrsverbindungen und der Infrastruktur zwischen Berlin, Deutschland, Polen, dem Baltikum und Osteuropa wünschen. Die Koalition bekennt sich mit diesen drei Anträgen zum europäischen Schienenverkehrsnetz mit seinem wesentlichen Eisenbahnknoten im Zentrum Europas, nämlich der Bundeshauptstadt Berlin. Berlin wird im In- und Ausland als die wachsende internationale Metropole Europas wahrgenommen. Berlins Erreichbarkeit ist durch ein halbes Dutzend leistungsfähiger Autobahnen, einen künftigen Großflughafen BER und in der Stadt selbst durch eine Vielzahl von regionalen, internationalen und letztendlich durch einen neuen Berliner Hauptbahnhof ausgebaut. Diese großen Verkehrsprojekte sind deutliche Bekenntnisse der Berliner Großen Koalitionen der 90er Jahre hier in Berlin, als auch diverser Bundesregierungen im Bund. Ich erinnere mich noch genau an die Widerstände der heute noch immer in der Opposition sitzenden Grünen, die außer einem neuen regionalen Provinzflughafen in Schönefeld aber auch nichts Neues wollten. Noch heute wären es der Bahnhof Zoologischer Garten und der Ostbahnhof gewesen, die nach grünen Meinung hätte allein ertüchtigt werden sollen im Bahnverkehr nach der Wende. Wir, die Koalition, wollen aber eben keinen Stillstand. Wir wollen, dass insbesondere die Eisenbahnverbindungen nach Warschau, Posen, ins Baltikum, an die Ostsee so ausgebaut werden, so wie dies heute schon in West- und Nordeuropa und in Teilen von Südeuropa anerkannter Standard ist. Wir wollen dieses verkehrspolitische Programm umgesetzt wissen und begrüßen auch die Ankündigung der Deutschen Bahn, im Jahre 2018 künftig den ICE von Berlin nach München in 4 Stunden fahren zu lassen. Denn Berlin konkurriert mit London, Paris, Warschau und anderen großen internationalen Metropolen um Arbeitsplätze, Unternehmen, Tourismus, Lebensgefühl und vor allen Dingen Wohlstand. Und da ist es nun einmal wichtig, dass man Berlin auch aus allen Richtungen erreichen kann, auf der Straße, per Flugzeug und nun eben auch mit der Eisenbahn, damit die Menschen Berlin auch erreichen. Die Koalition aus SPD und CDU bekennt sich zur Zukunftsverantwortung für Wohlstand, Wachstum und die Metropole Berlin. Wer dabei mitgehen will von der Opposition, ist herzlich eingeladen, mitzugehen und uns auf diesem richtigen Wege zu begleiten. Vor allen Dingen und gerade mit diesen drei Anträgen der Koalition aus SPD und CDU. Vielen Dank, Herr Kollege Federici. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grüne hat jetzt Kollege Gelbhaar das Wort. Bitte sehr. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe CDU. Wie man beim Thema Schienenverkehr nach Polen im dritten Satz auf den Regionalflughafen kommen kann, das müssen wir gesondert erläutern, aber gleichwohl, die Themen, die Sie hier vorstellen, die gehören zu Recht besprochen und deswegen will ich darauf eingehen und nicht auf Ihre kleine Wolte. Bündnis 90 Die Grünen fordern seit vielen Jahren den Ausbau der Schienenverbindungen von und nach Polen als ein Projekt der europäischen Integration. Doch egal, ob der Verkehrsminister von der SPD oder von der Union kam, passiert es wenig bis nichts. Hingegen sind die Autobahnen nach Polen und von Polen weitestgehend gebaut. Das, meine Damen und Herren, insbesondere von der CDU, ist die falsche Prioritätensetzung. Die Anträge enthalten zahlreiche seit vielen Jahren geforderte Punkte. Einen Neuigkeitswert haben sie nicht, aber das muss ja nicht schlecht sein. Neue Erkenntnisse sind allerdings auch nicht enthalten. Aber wenn SPD und CDU nunmehr aufschließen wollen, dann ist das ja vielleicht der Fortschritt, den diese Anträge mit sich bringen. Ich möchte drei Aspekte aus den Anträgen besonders ansprechen. Der erste betrifft die Fragen rund um die Verbindung nach Stettin. Die rund 150 Kilometer lange Fahrt von Berlin nach Stettin dauert immer noch länger als 2 Stunden. Nur weil es auf der Strecke eine rund 30 Kilometer lange Ausbaulücke gibt und deswegen auf Dieselloks umgekoppelt werden muss. Der Verkehrsminister erklärte deswegen, die Eisenbahnverbindung zwischen Berlin und Stettin wird deutlich beschleunigt. Wissen Sie, wann das war? Das war im Oktober 2003 und der Verkehrsminister hieß damals noch Stolpe. Meine Damen und Herren, das ist eine klare Aussage. 500 Millionen Euro für die A100 sollen da sein, aber 30 Millionen für die Elektrifizierung einer Bahnstrecke
Die sollen also fehlen. Hier fehlt nicht das Geld, hier fehlt der politische Wille. Und wenn sich das ändert, dann begrüßen wir das. Aber ich will Handeln sehen und nicht nur warme Worte, Herr Friederici. Erst im Dezember 2012 unterzeichneten der Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer und der polnische Verkehrsminister Sławomir Nowak in Stettin das Jahre zuvor angekündigte Ressortabkommen zum Ausbau der Schienenstrecke Berlin-Stettin. 9 Jahre später, meine Damen und Herren, 9 Jahre hat das gebraucht und da sind wir jetzt auch nur auf dem Papier weitergekommen. Ich möchte einen weiteren Aspekt herausgreifen, die sogenannte Karniner Brücke. Zügig von Berlin nach Swinemünde oder nach Usedom, nach Ahlbeck oder nach Heringsdorf, das wäre doch schön. Da gibt es ein Hindernis, die eben schon genannte zerstörte Karniner Brücke, die früher Usedom und das Festland verband. Dieser Umstand, dass die Brücke kaputt ist, die ist seit Jahrzehnten bekannt. Deswegen wurde 2011 eine sogenannte Taskforce Karnin gegründet, das steht auch so im Antrag. Diese sollte aktuelle Daten ermitteln, um eine Finanzierung des Projektes mit belastbaren Zahlen untersetzen zu können. Das will der Antrag, der jetzt vorliegt, unterstützen. Aber was hat denn eigentlich das unionsgeführte Bundesverkehrsministerium dazu gesagt? Genau, das hat im Jahr 2008 einfach mal Niet gesagt und sogar eine ernsthafte Prüfung des Projektes verweigert. Hat denn die SPD sich damit Ruhmesblättern bekleben können? Nein, die SPD in Mecklenburg-Vorpommern, die bremst das Projekt genauso aus. Wir sagen Ihnen trotzdem, Herr Friederici hat ja danach gefragt, gerne Unterstützung in dieser Angelegenheit zu, um Ihre Parteifreunde im Bundestag und im Bundesverkehrsministerium und auch in Mecklenburg-Vorpommern zu überzeugen. Denn die schnellere Verbindung nach Usedom gehört wiederhergestellt. Als drittes möchte ich über den Antrag zu der Oder-Partnerschaft reden, der hier vorgelegt wurde. Mit diesem Antrag fordert die Koalition vom Senat, dass dieser die erfolgreiche Arbeit des Runden Tisches Verkehr der Oder-Partnerschaft fortsetzen und intensivieren soll. Das ist genau der eine Satz des Antrages. Der Runde Tisch Verkehr diskutiert mit den Regierungsvertretern aus Berlin und aus den Ländern links und rechts der Oder und den Woiwodschaften über die Verbesserung des Schienenverkehrs in dieser Region. Ich finde diesen Antrag sehr verwunderlich, denn eine Auflösung des Gremiums oder ein Rückzug Berlins ist überhaupt nicht beabsichtigt. Schaufensteranträge dieser Art brauchen wir hier im Parlament, Herr Friederici, einfach gar nicht. Denn ich will nicht, dass das Abgeordnetenhaus in 10 Jahren die gleiche Debatte wiederführt, sondern ich will, dass wir demnächst schneller und angenehmer nach Usedom reisen können und nicht nur dahin. Vielen Dank. Auch vielen Dank Ihnen, Kollege Gelper. Jetzt hat für die SPD der Kollege Kreins das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Kollege Gelper. Ich frage mich nach Ihrem Vortrag, sind Sie jetzt für die in den Anträgen genannten Verkehrsprojekte, Infrastrukturmaßnahmen und Kooperationen oder sind Sie dagegen? Das war mir jetzt nicht so klar. Im Grunde begrüßen Sie das doch und vielleicht sollte man dann tatsächlich noch mal in das Thema gehen. Denn Berlin wächst zusammen und genauso wie Berlin zusammenwächst, wächst auch Europa zusammen. Und Berlin, das hat Herr Friederici schon dargestellt, liegt ja auch ein Stück weit im Herzen Europas, zumindest aus Berliner Standpunkt. Dennoch sind einige kriegs- und teilungsbedingte Schäden nicht behoben. Die Karniner Brücke ist eben von Ihnen genannt. Und damit zusammen wächst, was zusammen gehört, diskutieren wir die 3 Anträge natürlich auch in Verbindung. Und wir rufen die auch zusammen auf, damit es natürlich auch in den Ausschüssen zügiger geht. Der Vollständigkeit halber will ich Ihnen kurz die Zielrichtung der 3 Anträge vorstellen. Der erste Antrag thematisiert die Schienenverkehrsverbindung von Berlin nach Stettin. Herr Friederici hat schon angesprochen, die Unterstützung des Wiederaufbaus der Karniner Brücke nach Usedom und die weitere Streckenführung in die Woiwodschaft Westpommern. Und schließlich die Elektrifizierungslücke zwischen Berlin und Breslau ist noch nicht genannt. Der 2. Antrag zielt auf die Verbesserung der Schienenverkehrsverbindungen im Rahmen der Rail Baltica, des Rail Baltica Korridors von Berlin-Posen-Warschau hin. Das ist auch eine Frage, die man auch im Hinblick auf die Konkurrenzfähigkeit des Schienenverkehrs mit dem Flugverkehr auch noch mal thematisieren sollte. Und der 3. Antrag wird natürlich für die Fortsetzung des Runden Tisches der Oder-Partnerschaft
glaube, das kann man natürlich jetzt als Regierungsauftrag nehmen. Wir haben ja hier kein Gesetz formuliert mit den Anträgen, sondern eine Formulierung, die es dem Senat weiterhin ermöglicht und auch fördert und ermuntert, sich in dieser Partnerschaft weiter einzubringen. Insbesondere nachdem auch etliche Akteure sich dort zusammengesetzt haben. Und da Berlin nicht alleiniger Akteur ist, sondern mit Brandenburg gemeinsam, den polnischen Woiwodschaften, dem Bund und der polnischen Regierung in diesen Herausforderungen partnerschaftlich agieren muss, entstehen in einem Spiel bei vielen Akteuren auch etliche Reibungsverluste. Oder anders gesagt, wo eine Lokomotive ist, da gibt es einen, der heizt und der andere, der bremst. Und wie das nun mal so ist, hat das eben bis zum Jahr 2012 gedauert, als am Rande der deutsch-polnischen Regierungskonsultation Herr Ramsauer mit Herrn Nowak sich dazu vereinbart haben. Ein deutliches Signal, ich gebe Ihnen recht, das ist viel zu spät, aber es ist ein deutliches Signal, zumal andere Grenzregionen in Europa effektiver ausgebaut sind. Während man nach Hamburg eben in die Entfernung sind 300 Kilometer in knapp 90 Minuten unterwegs ist man bei 120 Kilometer nach Stettin in etwas mehr als 2 Stunden unterwegs, und das hat sich in den letzten 10 Jahren wahrlich nicht verbessert. Und trotzdem sagen wir, das ist richtig, und trotzdem haben wir diesen Antrag geschrieben, und wir wollen natürlich die Elektrifizierungslücken, die Eingleisigkeit und die Geschwindigkeitsreduzierung, die die Reisezeiten zu lang machten, reduzieren. In anderen Grenzregionen in Europa rollt der Verkehr schneller. Das hat eben nicht nur was damit zu tun, dass wir Menschen selbst mobil sind, sondern dass wir auch Güter durch die Welt schicken. Und insbesondere, weil der Export auch Berlins nach Polen mit knapp 590 Millionen im Jahr 2011 auch einen großen Anteil an der Wirtschaftsleistung dieser Stadt hat, ist es wichtig, die Verkehrsverbindung auszubauen. Und natürlich sind Transportwege nicht nur Lebensadern des gewerblichen Transports, sondern sie tauschen natürlich auch in kulturellen und sozialen Beziehungen aus mit unseren Nachbarn, und das ist natürlich auch Sinn der Sache. Die SPD-Fraktion hat sich, weil es eben nicht nur um die Verkehrswege geht, sondern eben auch um den sozialen und kulturellen Austausch, in ihrer Resolution Anfang des Jahres, die sie im polnischen Kolberg verfasst hat, natürlich eben nicht nur mit Verkehr, Kultur, sondern auch mit Tourismus und Wirtschaft beschäftigt. Und insofern, für die erste Lesung dieses Antrages habe ich bisher noch keine grandios fundamental abgelehnende Kritik gehört. Ich freue mich über Ihre Zustimmung und die konstruktive Begleitung in den Ausschüssen. Vielen Dank. Dankeschön, Kollege Reins. Für die Fraktion Die Linke hat der Kollege Harald Wolf jetzt das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, das, was in diesen Anträgen gefordert wird, wird seit langem diskutiert und gefordert, und deshalb kann man gegen diese beiden inhaltlichen Anträge nichts dagegen haben. Und man kann auch nichts dagegen haben, wenn der Senat ermuntert wird, am runden Tisch Verkehr im Rahmen der ODA-Partnerschaft also aktiv mitzuarbeiten. Ich hoffe, er tut das gegenwärtig auch schon. Wir beschließen manchmal durchaus überflüssige Sachen hier, aber es kann ja nichts schaden, den Senat noch mal über einen Parlamentsbeschluss darauf hinzuweisen, meine Damen und Herren. Für Berlin ist die Frage der funktionierenden Verkehrsinfrastruktur nach Polen, insbesondere zu den westpolnischen Woiwodschaften, ein zentrales Thema. Das ist unser Verflechtungsraum eigentlich, unser Wirtschaftsraum. Und ein solcher Wirtschaftsraum braucht auch funktionierende Verkehrsverbindungen. Und funktionierende Verkehrsverbindungen, wissen wir, kann nicht nur darin bestehen, dass man Autobahnen und Straßen baut, sondern gerade die Schieneninfrastruktur und die öffentliche Verkehrsinfrastruktur ist hier ganz wesentlich und entscheidend. Und es wird notwendig sein, es ist dringend notwendig, es ist längst überfällig, dass wir hier Standards haben, wie sie auch in anderen Grenzräumen im Westteil unseres Landes existieren, zu den Anrainerstaaten. Es ist unerträglich, dass das mit Polen nach wie vor nicht der Fall ist, weil das ist ein zentrales Hemmnis für den Austausch, für die Kooperation mit den westpolnischen Woiwodschaften. Das war auch einer der Gründe, weshalb ich 2004 mit dem damaligen Marschall Mayer von
der Wojewodschaft Westpommern die Oder-Partnerschaft ins Leben gerufen habe. Ich bin froh, dass die Oder-Partnerschaft sich in den letzten Jahren entwickelt hat, dass der Runde Tisch Verkehr hier weiter initiativ ist. Ich weiß aber auch aus dieser Arbeit, dass das Problem nicht nur auf der deutschen Seite liegt, sondern dass es auch viele Themen und Probleme gibt, die insbesondere mit der polnischen Eisenbahn zu diskutieren sind. Und deshalb ist es gut, dass es diesen Ort gibt und dort auch von Seiten der betroffenen Bundesländer als auch von Seiten der Bundesregierung Position bezogen wird. Also aus unserer Sicht gibt es gegen diese Anträge keine Einwände. Was uns nur etwas verwundert hat, ist, dass Priorität für diese Anträge angemeldet worden sind, weil sie sind eigentlich selbstverständlich. Sie sind eigentlich selbstverständlich und man könnte sie eigentlich auch ohne Debatte beschließen. Vielen Dank, Herr Kollege Wolf. Für die Piraten erteile ich jetzt das Wort dem Kollegen Klaus Brunner. Bitte sehr. Jetzt hat der Kollege Klaus Brunner das Wort. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Senatorinnen beliebigen Geschlechts, sehr geehrte Kolleginnen beliebigen Geschlechts und sehr geehrte Zuschauer und Zuschauerinnen, die noch hier im Haus anwesend sind. Der Antrag der CDU und der SPD-Fraktion, finde ich, ist irgendwie 20 Jahre zu spät. Er ist auch gewissermaßen redundant und zeigt mir auf, dass die Kommunikation zwischen Landes-CDU und SPD und der Bundesebene nicht so ganz funktioniert, weil wir haben einen Verkehrsminister, der ist der Partei CDU angehörig und dieser Minister ist auch egal, CDU und SPD ist ja sowieso dasselbe. Steht bloß was anderes dran, aber inhaltlich unterscheidet ihr euch ja nicht mal wirklich. Und dieser Minister ist er dafür zuständig und hätte auch die Entscheidungsgewalt. Er muss eigentlich bloß das umsetzen, was passiert. Wenn ich dann aber in der Grundkonzeption des Bundesverkehrswegeplans nachschaue, was 2015 da so drinsteht, zum Beispiel auf der Seite 77, da wird geschrieben, die derzeitige Finanzierungslinie wird dem Investitionsbedarf nicht gerecht. Es steht auch weiterhin darin, dass um die Infrastruktur aufrechtzuerhalten, wesentliche Mittelsteigerungen notwendig sind. Das sollte man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass das im Bundesverkehrswegeplan schon so drin steht. Weiterhin steht in diesem selben Plan, geplante Ausgaben von 2011 bis 2015, die Ist-Zahlen sind 4,9 Milliarden Euro, während für die gleiche Zeit festgeschrieben steht, dass man pro Jahr für die Schienenverkehrswege zur Erhaltung, nur für die Erhaltung, kein Neubau und kein Ausbau, 2,5 Milliarden Euro benötigt. Also fehlt hier und es wird ja auf Verschleiß gearbeitet. Das ist auch die Zustandsbeschreibung. Es wird mit Schulnoten gearbeitet. Die Zustände des Schienenweges auf der Bundesebene im Durchschnitt bei Brücken 2,55% und bei Tunnel 1,87%. Also in Schulnoten natürlich. Das ist noch nicht sehr schlimm, aber es zeigt schon eine bedenkliche Tendenz auf. Es geht in den Anträgen mehrheitlich um die Strecken Berlin-Breslau, Berlin-Stettin und Berlin-Küstrin. Auf der Strecke Berlin-Stettin habe ich zwischen Passau und Stettin immer noch schienengleiche Bahnübergänge. Wenn ich eine Strecke auf 160 km Streckengeschwindigkeit ausbauen möchte, muss ich schienengleiche Bahnübergänge beseitigen. Diese Tatsache ist eigentlich schon länger bekannt, als der Antrag alt ist. Dann habe ich noch eine Elektrifizierungslücke zwischen Horber und Hoyerswerda. Die soll 2016 geschlossen werden. Da bin ich mal gespannt, ob das noch hinhaut. Bisher ist immer noch mit Verzögerungen in diesem Zusammenhang zu rechnen. So, der runde Tisch. Ich habe jetzt den Namen wieder vergessen, kann meine Schrift gerade nicht so gut lesen, der trifft sich zweimal im Jahr. Der VWB hat da die Rolle der Geschäftsführung. Die gleiche SPD- und CDU-Koalition, die hier diesen schönen Antrag einbringt, nimmt den VWB im aktuellen Haushaltsplan Gelder weg. Das heißt, der VWB hat weniger Geld, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. Da widersprechen sich die SPD- und CDU-Fraktionen noch mal wieder ein bisschen deutlich in das, was sie beantragen und das, was sie tun.
Ja, das ist ja nur noch eine Frage der Zeit. Was ihr da reinschreibt, das ist doch mit eurer Mehrheit abgesichert. Da bin ich ja eher Kaiser von China, als dass ihr euch da mal umändert. Dann stellen Sie einfach eine Zwischenfrage, ganz ordentlich, wie das hier in der Geschäftsordnung üblich ist. Stellen Sie Ihre Zwischenfrage, ich lasse die auch zu. Trauen Sie sich jetzt wieder mal nicht, okay? Ja, hat er nicht nötig. Aber wenn man dazwischen quatscht, ist das doch viel besser fürs Protokoll, wenn Sie sich die Zwischenfrage stellen, dann kann man da viel besser darauf antworten. Ja, ich kann auch lauter werden, aber wie gesagt, wer nicht zuhören will, der hört halt nicht zu. Wie gesagt, vom Inhalt her sind diese Anträge nicht falsch, sie sind nur zu spät. Man hätte diese Anträge eigentlich schon vor 20 Jahren stellen müssen und umsetzen. Es ist immerhin gut, dass ihr aufgewacht seid und das jetzt endlich machen wollt. Ich bin der Letzte, der da entgegensteht und ich und meine Fraktion werden diesen Anträgen, soweit sie inhaltlich korrekt sind, zustimmen. Das mit den Oder-Konsortium und Tisch, da müssen wir uns noch mal über die Rolle des VBB unterhalten, dass der VBB in diesem Zusammenhang auch seine Mittel, die er dafür braucht, weiterhin erhält. Weil da kann es nicht sein, dass ich auf einer Seite sage, ich brauche die VBB für das Ding und auf der anderen Seite wird denen das Geld weggenommen. Auch darf ich nicht vergessen, dass ich immer noch im Stadtgebiet Berlin, die S-Bahn, muss ich auch noch mal berücksichtigen, die darf da auch nicht runterfallen, gerade auf den Strecke nach Strausberg habe ich noch sehr lange Abschnitte, gerade die Stichstrecke nach Strausberg Nord ist noch eingleisig, da möchte ich auch mal sehen, dass das auf zwei Gleise ausgebaut wird und dass auch die Strecke dazwischen entflochten wird vom Fernverkehr, dass die Störungen sich vom Fernverkehr nicht auf dem Nahverkehrsnetz auswirken, das gehört alles dazu. Ich denke mal, ich komme hier zu meinem letzten Satz. Ich bin im Übrigen der Meinung, dass WO ja an dieser Stadt keine Beteiligung haben darf. Vielen Dank, Herr Kollege.